Das passiert selten, wenn ich ein Buch lese. Thomas Godoy ist bei uns beim Volle Kanne Frühstück und Sie haben uns überschüttet mit Fragen an ihn. Und zwar haben wir auch über Facebook eine Frage bekommen von Lauschbar. Turmspringen, hatten wir vorhin gesagt. Du bist dabei. Wann findet das statt? Am 12. November. 12. November. Lauschbar meint, du bist ja ein sportlicher Typ, hast neulich für die Roten Nasenclowns in Österreich auch toll Benefizfußball gespielt. Fürs Turmspringen ist aber bestimmt Training wichtig. Wer hilft dir und wie bereitest du dich darauf vor? Also wir haben da jetzt einen Trainer, das ist der Jürgen Reuten, das ist eine Hochschule in Köln und ich habe einfach nur versucht, seinen Anweisungen zu folgen und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Bisher habe ich dreimal ein Training gemacht und habe schon drei Sprünge so gemacht vom Dreier. Du springst ja nicht Kerze ins Wasser, oder? Du musst also da muss ja immer gerade reinkommen, ja genau. Ich habe als erstes irgendwie ein Salto vorwärts gemacht, eineinhalb Saltos gehockt und dann... schönen Körper rein. Wow, wie fühlte sich das denn an? Ja, war schon sehr komisch, weil ne, also die Drehung, da muss man erstmal die Orientierung wiederfinden, wo man überhaupt ist. Ne. Man muss ja auch immer die Augen auflassen und kurz bevor man eintaucht, die Augen wieder zumachen. Christiane und Pia wollen wissen, wirst du auch vom 10-Meter-Brett springen? Fußsprung vielleicht. Boah, weil dazu gehört das. Also das habe ich schon mal, gemacht, ja, früher, aber... irgendwelche Saltos und so und Handstände oder so mache ich nicht. Nein, du musst ja auch auf Tour gehen im Dezember, da musst du gesund bleiben. Genau. Gleich gibt es noch mehr Zuschauerfragen von Ihnen. Jetzt geben wir aber erstmal ab an die Heute-Nachrichten, die jetzt live aus Mainz kommen und gleich danach melden. Offensichtlich hat sich die gesamte Thomas Godoy Fangemeinde gerade vom Fernseher versammelt und chattet über Facebook miteinander. Wir haben von Thomas Biller eine Mail bekommen. Er ist selbst Musiker und er sagt, Respekt vor dir. Als einziger aus allen DSDS-Staffeln ist Thomas Godoy ein authentischer Künstler und Musiker mit großem Potenzial. Danke für die wunderbaren Songs und alles Gute für das neue Album und die Tour. Natürlich schön, wenn das von einem Kollegen kommt. Ne? Geht runter wie Öl. Das glaube ich wohl. So, dann haben wir eine Mail bekommen von Isabel Flynn. Da das jetzige Album laut Titel genau so gewollt war, würde sie gerne wissen, was willst du als nächstes? Wohin soll die musikalische Reise am liebsten gehen? Also in der Sprache zum Beispiel möchte ich mich auch ehrlich gesagt gar nicht da festlegen, ob das jetzt nur noch auf Deutsch bleibt. Mhm. Also ich mag auch die polnische Sprache und Englisch natürlich auch. Ich habe mit Englisch, englischer Sprache halt angefangen damals, vor 10, 11 Jahren. Und wie gesagt, also rockig wird es immer, denke ich, bleiben. Und mal gucken. Also, aber im Moment versuche ich ja mein aktuelles Album noch weiter nach vorne zu bringen. Und natürlich erstmal steht im Dezember die Tour. Viele Fans fragen, was ist mit einer Tour im Frühjahr? Mhm. Ja, das habe ich natürlich, haben wir schon natürlich im Hinterkopf, aber weiß ich nicht. Wahrscheinlich ab März, April so. Also Termine stehen jetzt noch nicht fest? Nee, stehen noch nicht fest. Das wird jetzt gerade alles so. Aber März, April wird angepeilt. Da sprechen wir jetzt gerade drüber. Silvi aus Bayern will wissen, hast du irgendwelche lustigen oder kuriosen Spitznamen? was stöhnst du da? Der Sebastian, der gleich reinkommt, der weiß noch, die haben mich Melancholoi immer genannt. Wieso? Warum auch immer. Ja, das werden wir ihn gleich mal fragen. Wie deine Band? Ja, also die Jungs von Wink? Der Sebastian, ja, ja. Der Sebastian hatte ich Melancholoi. Dazu muss er uns gleich mal aufklären. Der kommt nämlich gleich mit seiner Gitarre rein. Und dann wird Thomas hier gleich live singen. Und gleich gibt es noch mehr Zuschauerfragen von Ihnen. Aber erstmal machen wir einen Abstecher in den Zirkus. Der Florian. Das ist der Arbeitsplatz, oder? Hm? Viele, viele, viele Fragen sind von Ihnen gekommen. Massenberge von Fragen und Komplimenten, vor allem so viel. Die bekommt ihr alle in die Hand gedrückt. Wir werden nicht alles in der Sendung unterbringen, aber keine Sorge, Ihre Fragen und Ihre Komplimente gehen direkt an Thomas. Anaconda hat uns per Facebook auch kontaktiert. Und jedes Mal, wenn sie das CD-Cover von deiner CD so gewollt anguckt, muss sie lachen über den tollen Kopfschmuck von dir. Sieht aus wie eine mollig warme Wintermütze mit weißen Flügeln. Gibt es den bald im Fanshop, will sie wissen? Nee. Das ist ein Pappmaché-Helm. Das lag auf einmal zufällig im Raum, da wo wir die Fotos gemacht haben. Das war eigentlich schon zum Schluss eigentlich dieser Fotosession, die wir gemacht haben. Weil wir haben natürlich diese beliebigen, tollen Fotos machen. Ich nenne sie gerne Poser-Fotos. Poser-Fotos. Und ich habe mir gedacht, boah, nee, das passt irgendwie nicht zu dem Albumtitel. Mhm. Und dann haben wir einfach nur so lustige Fotos gemacht.
in dem Ferienhäuschen von meinem Kollegen, wo das auch das Album mehr oder weniger auch entstanden ist. Christian Böhmkes, ne? Christian der auch Böhmkes, die Texte genau. mit dir zusammengeschrieben hat. Und seine Freundin, die hatte diesen Pappmaché-Helm damals zum Geburtstag gekriegt. Und ich habe einfach mal so lustige Fotos machen wollen. Will den Helm aufgesetzt, bam, und dann war's. Ina Müller war neulich hier und die sagte, das neue Album, das findet sie richtig gut. Aber mit dem Cover hat sie ihre Probleme. Sie sagt, das ist doch so ein Hübscher, der Thomas Godoy. Warum setzt er sich da so einen dämlichen Helm auf? Sie konnte jetzt mit dem Cover nicht viel anfangen, aber dafür mit deiner Musik. Und letztlich so kommt es ja darauf an. Ist so ganz einfach. Genau so gewollt. So, und ich hoffe, dass auch das Essen von Armin Rossmeier jetzt so wird, wie er es gewollt hat. Er macht jetzt weiter und wir haben Verstärkung bekommen. Läuft ja schon das Wasser im Mund zusammen, Thomas? Lecker. Genau, kannst du es gleich haben. Sebastian Netz ist bei uns, der Gitarrist von Thomas Godoy. Hallo. Du bist derjenige, der Thomas den Spitznamen gegeben hat, Melancholoi. Warum? Ja, es tut mir leid. Nein, nein, nein. Wir hatten ja vorher schon zusammen Musik gemacht in der Band Wink. Und das hat leider nicht so geklappt. Und wie, mit euch beiden? Nicht mit uns beiden, nein, 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 nein. Mit der Band damals. Ja. Das hat sich ja leider zerschlagen, obwohl jetzt wieder viele Leute im Boot sind. Für die Tour. Für die Tour, genau. Und da habe ich eben den Spitznamen Melancholoi gegeben. Weil er so traurig war, dass es damals nicht so funktioniert hat. Ja, also, wenn man so viel Leidenschaft und Herz reinsteckt und dann kriegt man immer einen verpasst, ne? Das stimmt. Das ist natürlich immer so. Aber die Zeiten sind vorbei. Zeit für dich, Sebastian, dir einen neuen Spitznamen auszudenken. Aber jetzt erstmal Zeit hier, die Gitarrenseiten zu schwingen, sozusagen. Wenn ich unterbrechen darf, den hatte ich auch schon. Das ist ja nicht der Euphoroi. Also, die Endung ist immer sehr wichtig, ne? Euphoroi oder Agrodoi oder sowas. Je nach Situation. So, wir möchten Thomas Godoy jetzt live und unplugged singen hören, mit Unterstützung von Sebastian Netz an der Gitarre. Dächer einer ganzen Stadt jetzt für Sie live und unplugged. Viel Spaß. Die Turmuhr schlägt zur Geisterstunde. Ich setz den ersten Fuß aufs Dach. Ganz in der Nähe bellen Hunde. Zum Glück wird niemand davon wach. Hey, komm hier rauf, ich will dir was zeigen. Es muss aber unter uns bleiben. Uns gehören die Dächer einer ganzen Stadt. Die Dächer einer ganzen Stadt. Lass uns schwören, es wird immer so bleiben, bleiben, bleiben. Uns gehören die Sterne und der Mond heute Nacht. Dieser Ort ist wie für uns gemacht. Lass uns schwören, es wird immer so bleiben. Sollen sie doch kommen und uns holen, sie werden uns nicht finden. Denn wenn wir es so wollen, können wir für immer verschwinden. Uns gehören die Dächer einer ganzen Stadt. Die Dächer einer ganzen Stadt. Komm, lass uns schwören, es wird immer so bleiben, bleiben, bleiben. Uns gehören die Sterne und der Mond heute Nacht. Dieser Ort ist wie für uns gemacht. Lass uns schwören, es wird immer so bleiben. Oh, oh, immer so bleiben. Wow! Dächer einer ganzen Stadt, das Ganze gibt's live. Dann, Dezember. Ab Dezember, genau, in Deutschland. Genau. Dann wahrscheinlich auch nochmal mit Sicherheit im Frühjahr. Freuen wir uns sehr drauf. Vielen Dankeschön für diese Performance. Und jetzt, da könnt ihr leider nicht mithalten, wird sowas von süß. Braune Knopfaugen, ganz, ganz tapsige Tatzen und einfach nur zum... Oder? Ich komme hier... Ich finde mich hier kaum noch durch zwischen all den Fragen, Mails, Anrufen, die für dich gekommen sind. Ich hatte eigentlich gerade die Mail einer 50-jährigen Dame gesucht, die ein riesengroßer Fan von dir ist, aber du kriegst sie ja eh alle nachher in die Hand gedrückt. Von jemandem, der den Namen nicht nennen möchte, warum auch immer, wird die Frage gestellt, ob du noch Kontakt zu Dieter Bohlen hast. Nein. Nein, okay. Nee. Auch nie wirklich gehabt, oder? Nicht so wirklich, ne. Ja. Also der hat sich ja auch immer sehr schnell verpieselt damals. Du passt es ja auch nicht in sein Schema. Da hat nee, er der, hat, also, der war ja auch immer an den Samstagen immer ganz schnell weg.
Ach so, war das so. Der hatte ja auch nicht seine Finger im Spiel bei deinem ersten Album, wie er das ja sonst meistens bei den Gewinnern hat. Ja, das denken ja immer so viele, ne? dass er immer den Sieger produziert. Ja, ist aber nicht bei dir definitiv nicht so gewesen. Nee. Sowohl Elke Ickert als auch Christiane wollen von dir wissen, ob du denn Gesangsunterricht nimmst, beziehungsweise wie du dein Instrument, die Stimme, pflegst. Also ich hatte mal Gesangsunterricht und ansonsten versuche ich zu Hause und natürlich auch vor den Konzerten mich immer auch warm zu singen. Ne? Also, wie lange brauchst du dafür? Ja, ich versuche dann immer vor dem Konzert immer eine halbe, dreiviertel Stunde die Sachen erstmal auf ein bisschen easy, also ein bisschen ruhiger angehen, ein bisschen anfangen zu summen und dann halt lauter werden immer. Mhm. Gibt es denn irgendein Ritual mit der Band, bevor es dann auf die Bühne geht? Also wir stellen uns immer im Kreis, Hände in die Mitte und dann Rock'n'Roll, immer die Stadt noch dazu benennen und dann los geht's. Gestern war Roger Cicero hier, der hat gesagt, der wird ganz müde und gähnt ganz viel, bevor er auf die Bühne geht. Lampenfieber halt. Das geht dem Xavier Naidoo genauso, wie ist das bei dir? Wir gehen immer aufs Klo. Okay. Und gehen tun wir auch ganz viel, ja. Das ist, echt, ist das so weit verbreitet? Immer irgendwie ganz komisch. Also wie gesagt, ganz viele Komplimente, alles bekommst du, viel Spaß bei der Tour im Dezember, so gewollt heißt das neue Album. Ja. Danke, dass Sie zugesehen haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen auch wieder dabei sind. Bis dahin. Tschüss, machen Sie es gut. Ciao. So, der Packen ist hier für dich.